Freunde, wie geht es euch an diesem prächtigen Sonntagabend? Ich hoffe, euch geht's gut. In diesem Video wollen wir jetzt den Rumpfkanzelschützer in Call of Duty World War II noch ein zweites Mal unter die Lupe nehmen. Wir haben ja schon in einem vorigen Video irgendwie sechs Mal oder sowas, ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall sehr oft diesen Rumpfkanzelschützen erreicht. Und wir sind zum Fazit gekommen, dass diese Streak eigentlich nicht so geil ist, dafür, dass sie wirklich sehr schwer zu erreichen ist. In diesem Video hingegen wollen wir das Ganze nochmal testen, denn in der Blitzkrieg-Division ist der Rumpfkanzelschütze um einiges besser. Habe ich mir sagen lassen. Das wollen wir jetzt in diesem Video auschecken. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, ein kostenloses Abo und ich würde sagen, wir sehen uns an der Stelle auch schon in-game. Wir sind in-game angelangt auf der Karte Flag Tower mit dem Volkssturmgewehr und ich würde sagen, wir holen jetzt erstmal einen Kill mit der Pistole und dann nice, machen wir die Streaks hier klar. So, hier unten ist einer. Herzlich willkommen. Komm, lass mich hier hoch. Besten Dank. Guten Morgen. Guten Morgen, Rob. Da war er auf jeden Fall. Crispy Rob. Komm raus, Kollege. Da war doch noch einer. Da war doch noch einer. Ey, was Streaks sind wir jetzt? Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Wir sind eins von den Falschen. Ich schwöre, wenn ich jetzt sterbe, schrei ich aber wie ein kleines Kind. Hinten im Spawn ist einer. Da ist Crispy Rob. André. Ich glaube, wir müssen noch circa 2-3 Kills machen bis zu den... Flächen haben wir. Jetzt noch 2 Kills. Ein Kill. Hinter mir. Warte! Huskada, mein Geburtstag! Ach, Mann! Scheiß mich an! Scheiß mich nochmal an! Eins vor, ich hätte ihm fast den schlimmsten Turn-on seines Lebens gegeben und dann hatte ich keine Muni und dann muss natürlich hier noch irgendein Vogel rauskommen, ey. Egal, wir haben immerhin Flächenbombardierung und, Heiliger Scheiße. Flächenbombis. Ich hau jetzt auch mal hier die Fallschmäger raus. Flächenbombi und die andere Kacke hier. Fallschmäger. Aber leider halt noch keinen Rumpfkanzler. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Triple Cap haben wir auch. Besten Dank. Hoch. Mann! Scheiße ist das. 54 Kills, eigentlich eine geile Runde, aber irgendwie auch wieder eine Scheißrunde. Keine Ahnung, Mann. Egal, ich würde sagen, scheiß drauf, wir gehen direkt in die nächste Runde. Nicht im Ernst. Och komm, Elmut. Was geht besser? Eins vor. Gott bewahre. Komm runter, meine Schätzchen. Ey, Mut! Mann! Das kann ich sein, Alter. Der Typ geht 3 zu 17. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Jesus Maria. Ich muss weg. Ah. Jesus Maria, ich muss weg. Drohne, ach, Konterspioner, ach, feindlich. Ach, lieber Gott. Ach, Junge, 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 Junge. Gib mir die PPSH. Die werden weiter da hinten kommen. Ich habe Angst, wenn ich ehrlich bin. Mann, Mann, Mann! Du machst die Scheiße nicht an, habe ich gesagt. Was? 10er Streak. 2 vor. 32 Kugeln noch. Der. Trotz, ich fühle mich ehrlich gesagt hier immer sehr, sehr unwohl. Ich glaube, der ist tot. Weil die jetzt hier von oben, von unten, von der Seite kommen können. Dezent belastend. Oh Gott, ich glaube, das ist ein feindliches Krieg. Kommt, Jungs! Meine Zeit ist jetzt. Meine Zeit ist nicht jetzt! Luis! Das meine ich. Sie können von allen Seiten rausgekrochen kommen.
Wir haben wieder Flächenbombardierung und Fallschläger und wir kriegen wieder nicht rumkanzeln. Und ich schwör's euch, Freunde, würde ich jetzt in dem Video einen Test machen zur Flächenbombardierung, wir würden jedes Mal eins vor Flächenbombardierung sterben. Es ist einfach Fakt. Es ist einfach Fakt, dass man immer davor stirbt, was man sich als Ziel setzt. Meine Fresse, Alter. Naja, scheiß drauf. Spielen die Runde nochmal zu Ende. Vielleicht machen die Streaks dann nochmal ein paar Killschen hier. Geil. Sind keine schlechten Runden. Aber den Rumpfkanzel haben wir immer noch nicht. Und ich will das Video jetzt nicht zu lange machen. Ohne den Rumpfkanzel zu benutzen. Deshalb würde ich sagen, machen wir einen Cut und sehen uns dann jetzt aber auch endlich beim Rumpfkanzel. Oh mein Gott, wir haben ihn endlich. Wir haben ihn endlich. Meine Fresse, war das eine schwere Geburt. Ich lege mich mal hier hin, auch wenn ich wahrscheinlich jetzt sterben werde. Aber wir haben ihn und jetzt geht das Ding... Geht das Ding ab. Drei Kills gemacht. Der vierte, der fünfte, der sechste, der... Was? Der siebte, der achte, wir haben die Böse. What? Ich komme gar nicht hinterher. Neun... Irgendwie treffe ich gerade, aber trotzdem ist gut. 10. Okay, 10 Leute haben wir schon mal. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, was machen die gerade? Oh Gott, wie viel Kills? Ich kann nicht mehr mitzählen. Wie viel Kills waren das gerade, Freunde? Ich glaube, das waren locker 15 bis 20 Kills mit einer Scheiß-Streak. Das lag natürlich auch an der Map Fort 2. Die ist einfach extrem gut, glaube ich, für diese Streak. Das ist natürlich immer ganz wichtig, dass ihr bei der Streak eine Map habt, die nicht irgendwie mit vielen Häusern bedeckt ist, sodass die Leute sich da drin verstecken können. Ihr braucht halt eine Map, die irgendwie sehr frei steht. Ja, und das hatten wir gerade bei der Map, Freunde. Wir haben am Ende eine 74 zu 11, das ist eine 6-7er KD. Und wir hatten jetzt wie viele Kills hier noch? 10, also wir waren auf 40er Streak. Wir haben noch 10 unaufhaltsame Medaillen gehabt. Megamäßig stark. Ja, ich würde sagen, wir belassen es dabei. Ich quitte jetzt hier mal raus. Und wir machen jetzt nochmal zum Abschluss, wie gesagt, die Kisten auf. Mein Fazit jetzt mit der Blitzkrieg-Division ist auf jeden Fall die Streak spielbar. Vorher war sie nicht spielbar. Jetzt hat die Streak immer noch so ein bisschen gezittert, aber auf keinen Fall mehr so schlimm wie vorher. Ich kann euch, denke ich mal, jetzt... Ich kann nicht schnipsen, meine Hände sind zu verschwitzt. Egal, wir hauen den Rumpf. Kanzel, Schützen. Hallo? Ach, du ahnst es nicht. Bin ich einfach nur gerade herbe retarded? Ich treffe nichts. Ich werde richtig nervös gerade. Okay, drei Kills. Wir zählen die ganzen Kills mit von unseren Rumpfkanzeln. Von unseren zwei, drei Rumpfkanzeln, die erreichen. Werde ich alle Kills mitzählen und am Ende den Durchschnitt ausrechnen. Boah, ich scheiß völlig rein. Oh Gott. Jungs, was mache ich hier? Schreibt es mal in die Kommentare, weil ich einfach nur retarded. Ich schreibe es mal auf drei Kills, oder? War ich einfach nur retarded oder bin ich ein Bastard? Es war wirklich teilweise unmöglich, die Gegner zu treffen. Wie gesagt, gerade war das auch noch ein bisschen schwieriger. Aber es ging auf jeden Fall. Deshalb würde ich sagen, beide Daumen nach oben von mir für diese Streak nach diesem Update. Schreibt mir eure Meinung natürlich dazu auch gerne in die Kommentare mit Hashtag Top oder mit Hashtag Flop. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier noch die letzten Kisten auf. Ohne Scheiß, Mann. So eine Runde hatte ich jetzt gebraucht nach diesen ganzen Fail-Runden, wo wir 1 vorgestorben sind, 2 vorgestorben sind. Jetzt eine schöne 40er-Streak nochmal zum Abschluss. Und jetzt ziehen wir nochmal was Heldenhaftes, habe ich noch reden. Irgendwas Heldenhaftes, irgendeine heldenhafte Waffe. Oder, was ich auch gerne hätte, wäre...
eine Tarnung für die MPs oder für die Sturmgewehre. Da am liebsten Paradiesapfel oder Kanarienvogel. Diese zwei Tarnungen, die muss ich haben. Die muss ich alleine fürs Thumbnail haben, weil das ist immer geil, wenn man auf dem Thumbnail, wenn man eine Waffe zeigt, eine geile, knackige Tarnung drauf hat. Und bisher habe ich nur diese orangene, deshalb seht ihr wahrscheinlich relativ oft jetzt so ein orangenes Thumbnail mit einer orangen Waffe drauf, weil das die einzige Tarnung ist, die ich habe zurzeit. Und ja, die Kisten sehen noch nicht so dülle aus. Typ 5. Ich glaube, ich habe die Waffe schon, oder? Ich glaube, ich habe die mir durch die Sammlung damals freigeschalten gehabt. Was Heldenhaftes, komm! Duplikat Käfersaft 2, aber immerhin was Heldenhaftes. Bisschen Scores hier, Schrott, wie nennt man das Ganze? Übrigens, guck mal ganz kurz unten rechts. Ich habe noch zwei Waffenbestechungen, die machen wir auch noch irgendwann auf. Jetzt nicht in diesem Video, aber die machen wir auch noch auf. Jetzt geht auch noch das letzte Pack für dieses Video auf. Eine Blitzkriegbestechung mit... mit Bullshit. Egal, ich hoffe, euch hat auf jeden Fall das Video gefallen. Es würde mich riesig freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben pimmelt. Lasst unbedingt auch ein Follow da auf Instagram. Da sind wir, wie gesagt, kurz vor den 4000 Followern. Würde mich riesig freuen. Ich bin an der Stelle jetzt raus. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und rein. Ciao. Ciao.